bin jetzt auch nicht so die Leseratte für sowas. Wie viele Pillen bitte? Warum ist hier schon wieder eine Winkel? Warte mal. Warte mal, wir haben aus anderen... Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben aus anderen Games gelernt, Winkelkatzen fotografieren ist eine gute Idee. Aber das war keine gute Idee. Bestimmt fürs Wichsen gedacht, die ganzen Pillen. Oder die Bilder. Jetzt mal schön die ganze Zeit wichsen. Was sind das für Dinger? Filme? Okay, die nehmen wir einfach mal. Hier ist zu. Und hier ist noch was. Lesen. Elisabeth Maxwell. Augenuntersuchung, Diagnose Katarakt. Seltsame Unterform des Katarakts. Beide Augäpfel färben sich komplett weiß. Die Patientin verliert ihr Augenlicht innerhalb kürzester Zeit. Beeinträchtigung der Sehstärke. Wir können nicht definieren, was die Augen der Patientin schädigt. Bitte die Medikamente weiterhin einnehmen, bis eine angemessene Behandlung gefunden wurde. Okay. Im Alter braucht man halt Viagra. Oder man hat einfach nie Sex. Kommt aufs selbe hinaus. Erstmal auf Viagra einfach gar keinen Sex haben. Okay, aber hier in dem Raum ist ja eigentlich nichts Spannendes. Oh. Oh! Oh! Ich trage bereits zu viel, aber hier können wir doch die Münzen einsortieren. Wartet mal. Ja. So, da haben wir eine schon mal drinne. Können wir noch mehr Münzen hier rein? Haben wir noch welche? Nee, wir haben... Okay, eine Münze fehlt noch. Gut. Die Bilder, Wichsvorlage, falls mal Frausch nicht zu Hause ist. Deswegen hat die Dame weiße Augen. Ja. Okay, aber warte mal, haben wir jetzt hier in dem Raum irgendwas Nützliches gefunden? Nö, ne? Eigentlich gar nichts. Der Raum hat uns herzlich wenig gebracht. Dann gehen wir jetzt mal zu Albert. Albert, willkommen. Ich könnte noch Fotos machen in dem Raum. Oh, Albert, kann ich dich wieder mitnehmen? Nee. Okay. Okay, Leute, Albert kann ich nicht mitnehmen. Doch die Münzsammlung. Ja gut, aber wir haben halt... nichts gefunden, was uns jetzt für die Porträts etwas bringt. Oder für den Dachboden. Oder... Warte mal, ich könnte ein Foto von der Münzsammlung machen. Das Hochzeitsbild ist auch rund. Aber das kann ich nicht einsammeln. Warte mal. Nee, das bringt ja auch nichts. Foto vom Fragezeichen machen. Oh, true, ganz oben, ne? Da war ein Fragezeichen, stimmt. Warte mal, wir wollten uns mal die Bilder angucken von dem komischen Hibbeli, was wir da vor uns fotografiert haben. Ich will die mal von nahen sehen. Das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Was waren die Leichenteile? Man sieht ihn einfach nicht. Wie weird ist das bitte? Man sieht ihn nicht. Jedes Mal, wenn man ein Bild von dem macht, sind das Blutbilder. Oh, ist das assi. Warte mal. Ich höre Musik. Ich höre ganz leise Musik. Die Statue ist weg. Die Tür ist offen. Oh, fick dich. Oh, nee. Ich bin so froh, dass ihr mich nur seht, Alter. Ich hab so Gänsehaut, Mann. Das ist ein schönes Klo. Kassette auf dem Boden übersehen. Oh, was? Kassette auf dem Boden?
wurden leer hier in dem Raum. That piano was blocking the front door. Sind doch keine Kassetten, oder? Ganz am Anfang. Oh, okay, warte. Da gehen wir nochmal schnell hin. Kassette ist auf jeden Fall wichtig. Oh, stimmt. Diese scheiß Geräusche, Alter. Ich schwöre. Okay, Kassette können wir dann abspielen. Alter, vor allem, wie groß ist das? Die Statue ist weg. Hier können wir die Dinge reinknallen. Wo haben wir's? Das hier. Okay, schöne Hochzeitsfotos. Geht das von alleine weiter oder muss ich irgendwas machen? Okay. Oma. Opa. Papa. Irgendwas. These photos are pretty old. Okay. Bringt uns nur herzlich wenig. Wait, warum? Hör auf! Fick dich! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist ein Kreis. Oh, mir läuft's übelst den Nacken runter, Mann. Okay, okay, wir haben hier eine Münze. Die nehmen wir mit. Ja, gib mir die Münze. Gib sie mir. Hast du dich schon eingekackt, Kati? Ohne Witz, ich mach mir gerade übelst volle Bude ins Hemd. Ganz ehrlich. Oh, fuck, was bist denn du? Du bist nichts, oder? Okay, wir haben eine Münze. Ach, das ist nur eine Uhr. Grandpa's office. Wenn du die Kombination brauchst, dann weißt du, wo du sie finden kannst. 10 Uhr. 10 Uhr. Okay, Kombinationen sind 10 Uhr. Also hier wahrscheinlich. Nee. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ah, warte mal, ich kann nichts mehr tragen. Kann ich hier von irgendwas wegschmeißen? Was ist denn hier unnützer? Ich kann halt nichts davon wegschmeißen. Ich glaube, wir müssen erstmal. Brauchen wir nochmal eine kaputte Schaufel? Ich kann sie vor allen Dingen auch nicht wegschmeißen. Ja, warte mal, das ist jetzt bisschen dumm. Ich glaube, wir müssen erstmal die Kassetten abspielen. Joseph Abraham Lactes, was weiß ich. Ich lese Runenkarten, Tarotkarten und kontaktiere. Wähle 212, 56, 5. Okay, gut, das werden wir wohl bestimmt nicht machen müssen. Bring die Münze weg. Ja, mache ich jetzt auch. Okay, jetzt hier unten finden wir auf jeden Fall schon mal ein Porträt. Und 10 Uhr Hinweis. Wie bringt man Kontakt mit Toten auf? Oh, der will seine Frau. Er wollte nur mit seiner Frau wieder reden. Die starb. What the fuck? Warum ist die Statue hier? Oh, ich mach mir echt ins Hemd, Leute. Oh, diese Fick-Statue, ich schwör.
Ich will doch nur die Münze wegbringen. Oben im Dachboden müsste ein Safe sein, wo du ganz... Och nee! Wo ich die Sachen einlagern kann? Okay. Das ist schön. Ach nee, müssen wir auch... Nee, wir müssen gar nicht auf Dachboden. Wir wollen ja bloß die Münze. Das war ja nicht auf dem Dachboden. Warte mal, safe hast du gesagt. Dann hier ist kein safe, Paul. Ich habe mich Gänsehaut, wenn du spielst. Ey, frag mich mal. Ich mache mir wirklich gerade volle Bude ins Hemd. Safe, safe, safe. Die Stadt hat mir von Anfang an schon schlechte Vibes gegeben. Ja, Mann. Aber hier ist kein Safe. Naja, hier ist kein Safe. Okay, wir gehen jetzt erstmal zu der Oma. Wir tun die Münze da mal einfügen. Oh, mir läuft so krass kalt den Nacken runter. Ich werde heute nicht gut schlafen, da bin ich mir sicher. So, Omi. Und 10 Uhr müssen wir uns merken. Erstmal die Münze hier hinten einfügen. Okay, das bringt aber nichts. Okay, wir können die Knöpfe drücken. Ah, warte mal. Müssen wir... Wir müssen das... Ah, warte mal. Die müssen so zueinander zeigen, ne? I need to make room first. Ich muss erst Platz schaffen. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Wir können die Münzen nicht ändern, solange wir keinen Platz geschaffen haben. Okay, wartet mal. Die klatschen wir jetzt erstmal da rein. Wir tun erstmal die Kassetten benutzen. Dann haben wir mehr Platz. So, hier. Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Alles klar, hey. The victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts. An astral transportation, for lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time, perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? Okay. I'm losing my mind. Das Problem, was ich halt jetzt hier habe. Becoming possessed by a wicked entity. Das Problem, was ich jetzt hier habe, ist, ich weiß nicht, wo ich Zeug einlagern kann. Wir sind voll und die Kassetten werden auch nicht gelöscht im Inventar. Warte mal, wir haben jetzt 2 Plätze frei. BB Heyo. So, warte mal, wir nehmen jetzt hier erstmal die Münze mit und wir nehmen die Münze mit. So, die fügen wir hier ein.
Dann haben wir hier die Erde. Dann nehmen wir die Münze. Tun hier die Erde rein. Und, ja. Macht das Sinn? So können wir das drehen. Aber die blaue Münze macht halt keinen Sinn. Sollen wir die in die Mitte tun? Und drehen wir das vielleicht? Das macht keinen Sinn. Hm. Ja gut, vielleicht finden wir hier. Oder ganz am Anfang. Irgendwo müsste ein Safe sein. Okay, dann gucken wir mal ganz am Anfang. Es wäre gerade schon ganz praktisch, wenn wir irgendwo was einlagern würden. Nein, hier war ein Safe. Hier konnten wir... Ah, warte mal, ablegen. Ah, okay. Dann würde ich sagen, wir tun erstmal die Dosen ablegen. Ich glaube, die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Und die kaputte Schaufel. Und die Kassetten. So, jetzt haben wir erstmal einiges an Platz geschafft. Beziehungsweise, warte mal. Wenn wir die Kassetten alle mitnehmen, können wir die Dosen auch wieder sammeln. So. Da haben wir jetzt erstmal genügend. Richtige Reihenfolge der Planeten. Ja, schon, aber was ist die richtige Reihenfolge? Ich bin in Astrologie echt... Oh, diese scheiß Statue! Piss dich! Es ist echt nicht lustig, Mann. Hey ho, in solchen Horrorgames gehen die aber tatsächlich von solchen Infos aus. Aber ich weiß trotzdem nicht, was die richtige Reihenfolge der Planeten ist. Ich habe echt keine Ahnung. Ich gehe erstmal die Porträts holen. Ich weiß nicht, ob ich das hier reicht oder keine Ahnung. Vielleicht mag ja jemand nebenbei googeln. Was die richtige Reihenfolge wäre, theoretisch. Ich gehe jetzt erstmal das eine Porträt holen. Beziehungsweise da oben war ja noch einiges, was wir alles holen müssen. Vor allen Dingen, ohne Witz, das soll nur 4 Stunden gehen? Ich schaffe das im Leben nicht durch. Also ich denke, da wird es nochmal einen zweiten Stream geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe gerade mal den scheiß Geist entfesselt. Okay, Paul, warte, das gebe ich gleich ein. Nee, ich kenne die echt nicht. Sorry dafür. Hallo Schnurri. So, wir nehmen jetzt erstmal das Porträt mit. Dann haben wir hier noch einen Zettel, den haben wir schon gelesen. Wir haben einen Safe. Safe. If you need the combination, you know where to find it. Von dem Safe. Bei 10 Uhr. 10 Uhr. Nein. Warum ist die Tür zu? Oh, ich mag das nicht, wenn Türen zufallen. Gar nicht mein Ding. Naja, du hattest dich ja etwas länger an dem Brunnen aufgehalten. Ja, gut, etwas. Irgendeine Uhr war vorhin auf 10 Uhr, echt? Okay, dann check mal gleich mal die ganzen Uhren. Die hier ist auf 11 Uhr. Wir haben schon mal ein Porträt mehr. Hier ist wieder diese Fixstatue, die wird mich mein Leben lang verfolgen. Hier gibt's keine... Meine arme Katze, Alter, liegt mir auf dem Schoß und ich kacke mir eh gleich wieder in die Hose. Und fange an zu schreien, das weiß ich jetzt schon. Aber ich muss sagen, die Spannungskurve, obwohl man sehr, sehr viele Rätsel machen muss, ist irgendwie schon angenehm. Also, angenehm. Sie ist halt schon cool. Es ist nicht so, dass es irgendwie langweilig wird. Die hier ist auf 9 Uhr.
Hier haben wir fast 10 Uhr. Wer meint da die Tür, dass hier drinne Codes sind? Wir tun erstmal das eine Porträt hoch. Dann brauchen wir noch ein sechseckiges Porträt. Ich denke, das wird mit den Planeten zusammenhängen. Wir haben jetzt gleich als nächstes machen. So, jetzt fehlt ein einziges. Genau, das sechseckige. Das Game hat eine mega gute Balance, auf jeden Fall. 43. Das bringt uns gar nichts. Hier haben wir Uhr, die uns auch nichts bringt. Die zeigt 5 Uhr an. Oder vom Fragezeichen, stimmt? Stimmt, stimmt. Jetzt mal wieder schütteln. Schön wichsen. 13. 13. Was bringt uns 13? Wir haben eine 43, wir haben eine 13. Wo könnten wir Zahlen gebrauchen, die vor allen Dingen doppelt sind? Wir haben zwar am Anfang die Tür mit den ganzen Codes. 43, 13. Sollen wir mal an den Anfang gehen? Wo die Codes waren? Ach, nö. Come on. Also wir machen erstmal die Planeten. Paul hat ja gerade Planeten gedroppt. Merkur, Venus. Oh Gott, jetzt müsst ihr mir helfen. Ich bin wirklich lost. Was hiervon ist Merkur? Merkur, Venus, Erde. So, Mars ist hier das linke. Das müssen wir erstmal mitnehmen. Achso, was steht da hinten drauf? Warte mal. Merkur, aber warte mal, Paul, das haut gar nicht hin. Hier steht Merkur. Achso, nee, warte mal. Merkur, Venus. So. Merkur, Venus, Erde. Dann haben wir Mars. Das ist das. Jupiter, dann haben wir Saturn, dann kommt Uranus und Neptun. Und Neptun muss Uranus. Das müssen wir einmal drehen. So, theoretisch. Hat leider nichts gebracht. Ja, dahinter ist ja was. Jetzt weiter. Okay, das war gut. Okay, dahinter ist auf jeden Fall was, aber da ist das Bild. Hier dahinter ist das Bild, Leute. Da ist ein sechseckiges Bild. Wir müssen hinter den Raum kommen. Das erste noch drehen. Ah. Ja, easy, Alter. Wenn ich euch nicht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schon morgen ja dran. Dankeschön. Gut, Fingerabdruck. Okay. Ja, die versucht damit zu kontaktieren. Hat scheinbar nicht so gut funktioniert hier in seiner Abstellkammer. Egal, interessiert uns nicht, was mit der Oma passiert ist. Nein. Nein. Mag's nicht, wenn's flackert. Ich mag's auch nicht, wenn Türen wieder zugehen. Aber Aris, vielen, vielen Dank für den Sub. Lasst uns die Nacht heil überstehen. Ja, ich hoffe es auch. Dankeschön, Mann. Dankeschön. Schon 4 Monate am Start, Alter. Dankeschön.